Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part The Witcher 3 Wild Hunt. Ich bin es, euer MC Muffix. Ja, wir sind hier erstmal in einem schönen, sicheren Dorf wieder angekommen. Und, warte mal, das Ding aus den Sümpfen hat sich aktualisiert. Ah, warte mal, da muss ich gleich mal nachschauen. Das ist doch die Quest, dass wir uns Belohnung mal abholen können, oder? Sehe ich das richtig? Ist eine Woche endlich mal vergangen. Hat ja auch lang genug gedauert. So, ja, wir waren im letzten Part einmal in den Sümpfen unterwegs, haben dort die Sache endgültig geregelt zwischen dem Baron und seiner Frau. Sie wurde von ihrem Fluch befreit, doch nicht komplett, denn ihr Tod konnte nicht mehr verhindert werden. Doch immerhin wurde sie nicht zu einem Wasserweib, sondern ist in Erde, könnte man sagen, gestorben. Und der Baron sowie auch die Tochter waren natürlich darüber entsetzt. Zum Baron müssen wir nochmal gehen und nochmal mit ihm sprechen. Aber erstmal schauen wir uns jetzt noch eine andere Quest an. Nämlich mit einem Jäger namens Nilay müssen wir hier reden. Und ich würde sagen, machen wir das mal. Ich suche einen Jäger namens Nielen. Er steht vor dir. Was willst du? Ich bin wegen deiner Nachricht da. Ich bin Hexer. Wann hast du deine Frau zuletzt gesehen? Vor 5 Tagen, vor Tagesanbruch. Bin zum Jagen. Sie hat noch geschlafen. Als ich zurückkam, war sie verschwunden. Ist dir was Seltsames aufgefallen? Ihr Verhalten vielleicht? Nein. Sie war fröhlich und glücklich, wie immer. Sie ist nicht weggelaufen, wenn es dir darum geht. Vielleicht ist sie ins Nachbardorf gegangen und hat vergessen, es dir zu sagen. Nein, meine Schwester war noch nie so lange weg. Habt ihr nach ihr gesucht? Wir haben im Dorf gefragt. Keiner hat sie gesehen. Sie muss los sein, als alle geschlafen haben. Ich habe ihr immer wieder gesagt, sie soll nicht alleine gehen. Sie hat nie auf mich gehört. Ich habe mit einigen Männern den Wald durchsucht. Nichts. Ich werde im Wald suchen. Vielleicht habt ihr ja etwas übersehen. Ich frage auch herum. Hat sie Freunde? Hannah bleibt meist für sich. Manchmal passt sie auf die Kinder vom Schmied auf. Und im Dorf mochte sie Glenna, die Frau des Schlachters, am meisten. Danke. Ich versuche, sie zu finden. Kann aber nichts versprechen. Ach, Geralt und der gute Samariter. Natürlich werden wir sie finden. So, dann fragen wir erstmal hier im Dorf aus ein wenig rum. Wecken die Leute auf. Hüpfen cool über Barrikaden. Der war gut. Und schauen wir mal. Grüß dich. Bist du Glenna? Ja. Ich habe nur Knorpel und Innereien zu verkaufen, aber du musst warten, bis ich alles zerlegt habe. Bist du die Frau des Metzgers? Metzger? Ich bitte dich. So könnte man ihn im Schatten der Mauern von Novigrad bezeichnen. Jetzt verkauft er Aas, tote Tiere, deren Knochen sich noch für die Suppe eignen. Kaufst du was? Ich möchte mit dir über Hannah sprechen. Hab gehört, ihr wart befreundet. Manchmal kam sie vorbei und wir haben geredet. War sie in letzter Zeit seltsam? Weißt du, wo sie hingegangen sein könnte? Seltsam? Nein, so fröhlich wie immer. Ich denke, die Wölfe haben sie geholt. Die letzten Nächte haben sie geheult. Selbst die Männer des Barons haben Angst, herzukommen. Hannah muss in den Wald gegangen sein. Vielleicht hat sie Pilze gesammelt. Sie ist zu tief hinein. Die Heuler haben sie erwischt. Vielen Dank. Leb wohl. Bitte, meine Herren! Schnell, wie der Blitz blinkt! Toll! Mein Papa macht Schwerter wie das hier. Darf ich mal anfassen? Besser nicht. Das ist scharf. Ich muss mit eurem Vater reden. Früher habe ich Schwerter geschmiedet. Jetzt sicheln und hacken. Gute Waffen findest du nur in Novigrad. Ich wollte mit dir über Hannah sprechen. Sie hat auf deine Kinder aufgepasst. Tante Hannah, weißt du, wo sie ist? Nein, deshalb bin ich hier. Hat sie euch gesagt, wo sie hingeht? Oder sonst irgendwas? Sie hat gesagt, dass Rüben gesund sind und wir sie essen sollen. Ich habe gesehen, wie sie in den Wald ist. Mit einer anderen Frau. Es war fast Morgen. Ich bin raus, damit ich das Bett nicht nass mache. In den Wald? Dann ist sie erledigt. Warum? Ein großes Rudel durchstreift die Gegend. Niemand im Dorf traut sich in den Wald, außer Nielen. Aber der ist ja auch Jäger. Hast du die andere Frau erkannt? Weißt du, wer das war? Nein, sie lief vor Tante Hannah. Ich konnte sie nicht erkennen.
Vielen Dank. Lebt wohl. Das hört sich ja merkwürdig an. Okay, eine Person hatten wir doch noch, mit der wir im Dorf reden könnten. Naja, dann eben nicht. So, dann gehen wir mal in den Wald und schauen uns da an, was, mit wem oder was sie hier geredet hat. Mich würde es nicht wundern, vielleicht war es ein Wasserweib, was sie irgendwie in ihre Bann gezogen hat oder sowas. Bei unserem Glück, wir kennen ja, wie jede Nebenquest in The Witcher ausgeht. Oh, ein schreckliches Monster ist gekommen und hat sie vernichtet. Standard. Es ist Standard, Leute. So. Oh, über einen Friedhof. Aber beim Weidala vorbei, dem Guten hier. Den finde ich sympathisch. Ein bisschen schräg, aber sympathisch. Außer du bist der Vater von ihm. Dann hast du es vielleicht nicht ganz so gut. So, wir quennen uns schon mal, weil wir wissen ja, im Wald da warten immer die schönsten Tiere auf uns. Hier haben wir mal die Prinzessin gesucht. Wisst ihr noch, das war diese super coole Quest, wo man die Ziegel des Weidala suchen sollte. Das war eine super Quest. So, dann schauen wir mal. Wölfe. Wölfe. Definitiv Wölfe. Zack. Aua. Ich bin hier der einzige Wolf. Der weiße Wolf bin ich. Zack. Mit euch aufgeräumt haben wir hier. So. Zack. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier was finden. Ich hoffe nicht. Hexa? Was machst du hier? Du solltest nicht alleine im Wald sein. Ich wollte dir nur sagen, du brauchst nicht nach Hannah zu suchen. Sie wäre längst zurück, wenn sie am Leben wäre. Ich bezahle dir doppelt so viel wie Njellen. Sag ihm einfach, dass seine Hannah tot ist. Willst du nicht wissen, was ihr zugestoßen ist? Ich mache mir keine Illusionen, Hexer. Wer in Velen so lange verschwunden ist, kommt nicht zurück. Hannah ist sicherlich tot. Njellen sollte diesen Verlust akzeptieren. Nach vorne schauen. Seltsam. Normalerweise wollen die Leute wissen, was ihren Angehörigen passiert ist. Um jeden Preis. Was sollte das nützen? Ich bekomme meine Schwester nicht zurück. Mir bleibt nur Njellen. Ich will ihn nicht auch noch verlieren. Er wird Hannah rächen wollen, auch wenn das sein Leben zerstört. Der Mann verdient Besseres. Tut mir leid. Ich schließe meine Aufträge immer ab. Es stimmt, was die Leute über Hexer erzählen. Ihr seid herzlose Kreaturen. Wieso denn? Angenommen, sie wurde von einem riesigen Bär gefressen und wir töten den riesigen Bären. Haben wir es dann nicht erledigt und haben wir ihn dann nicht gerecht? Leute, ich sehe schon, was da ist. War da gerade ein riesiges Beben? Oder habe ich das nur... Oder habe ich das nur gespürt? Vielleicht bebt bei mir ein echtes Imp. Aber egal. Zumindestens, ich weiß, was los ist, Leute. Die liebe nette, wie sie auch immer heißt, die Schwester hier von Hannah, ist in Wahrheit in... Sie sind tief. Ist verliebt in Nilan und deswegen hat sie sie in den Wald gelockt und dort getötet. Das muss Hannah sein. Es riecht nach einer verwesenden Leiche. Sprichwörtlich. Überall ist Blut. Gerab, warum redest du doppelt? Sie wurde in Stücke gerissen. Was? Das muss Hannah sein. In Stücke gerissen. Sprichwörtlich. Okay, vielleicht irre ich mich und sie ist auch einfach nur so gestorben. Das war kein Mensch. Schnitte von langen Krallen. Das Fleisch wurde runtergerissen. Langsam wird's interessant. Finde das Lager des Werwolfs mitten in einer Hexersinne. Ja, vielleicht wurde sie ja nur in einen Werwolf verwandelt. Dann können wir es doch heilen, oder? Ey, das wäre super. Blut- und Pfotenabdrücke. Wohin sie wohl führen? Verdammt, er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht drauf. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden. Noch mehr Abdrücke sind hier. Können wir die nochmal untersuchen? Nicht, oder? Oder können wir vielleicht den Baum irgendwie umkippen? Machen wir einmal einen kurzen Igni, dann brennt der Baum. Wäre das keine Idee? Versuchen wir es mal. Mit Art erstmal. Damit Igni. Ja, sieht ja nicht so aus. Aber naja, versuchen kann man es ja mal. So, da. Wolfsleber. Das ist doch blöd. Jetzt haben wir es gefunden, aber jetzt weiß ich nicht, was wir hier weitermachen sollen. So. Verdammt.
Die Fußabdrücke kommen uns doch. Da komme ich nicht wenn, die drauf. Leuchten ja noch rot. Das heißt ja, dass wir es theoretisch nochmal anklicken können. So, die Frage ist natürlich nur wie. So, da ist ein Wolf. So, das. Aber das ist doch nicht Hanna, oder? Kann mir nicht jemand sagen, dass es irgendjemand anders war. Da hat schon mein Medaillon, das, oder mein Gamepad, das hat zumindest vibriert. Ich glaube immer, das ist ein Medaillon, was vibriert. Aber es könnte auch einfach nur sein, dass es so spaßeshalber vibriert, um mich zu verwirren. So. Wir laufen einfach schön mit unseren Hexersinn rum. Ohne genaue Ahnung haben, wo wir hin müssen. So, das haben wir getötet. Da gibt's ja nichts mehr außer das. Das ist doch blöd, ich weiß ja, wo der Wolf ist. Gerald, kannst du. Mein Gott, kannst du klettern, oder? Da ist noch was. Ein Fellbüschel. Wer das verloren hat, hat eine Weile nicht gebadet. So. Und da geht ein Geruch. Okay. Jetzt, ich wette, uns wird der Geruch ins Dorf führen. Ich wette drauf. Und die Schwester ist der Werwolf. Oh, Leute. Ich spinne dir mir da immer meine merkwürdigen Theorien zusammen. Aber es könnte echt wahr sein. Stell euch mal vor, die Schwester ist jetzt in echt der Werwolf. Das wäre doch cool. Vielleicht, also wie der gerne was gesagt hat. Interessant, definitiv. So, langsam wird's interessant. Wenn wir nicht die ganze Zeit hier Schlängelinien laufen. Ich glaube, ich laufe die ganze Zeit nämlich immer in die eine Richtung und dann in die andere Richtung wieder. So, da und da geht's immer weiter. Und da, was ist hier? Männerkleidung. Zerrissen, aber ohne Blutspuren. Wer reißt sich denn die Kleider vom Leib und lässt sie im Wald? Eine gute Frage. Und die führen uns genau hier hin, aber das kann ich nicht untersuchen. Gerald, komm, untersuch das, bitte. Oh, das macht immer saumäßig viel Spaß, wenn der Gerald da steht und Sachen nicht untersuchen kann. Oder warte, hat er... Nee, das... Achso, das sind die Klamotten. Dann hier. Dann sollte es hier eigentlich weitergehen. Was ist da vorne? Ah, hier ist noch mehr. Hier. Achso, wir folgen jetzt den Klamotten, die er auseinandergerissen hat. Okay, und dann töten wir hier den Werwolf. Ich sehe ihn doch da hinten schon. So, irgendwie ausrüsten. Sieht aus wie die Unterkunft eines Jägers. Oder auch nicht. Und da ist ein Teddybär. Ich dachte, das wäre ein Werwolf. Naja, ob Werwolf oder Teddybär. Down. Gehen sie doch alle. So. What the hell? Komm. Komm. Und zack, Teddybär. Tschüss. So, dann schauen wir mal hier den Jäger uns an. Hey Leute, die Quest wäre ja nur halb so spannend gewesen, hätten wir gesagt. Ja, ja, passt doch. Wir machen das doch spannend. So, wenden wir uns an und schauen wir mal, wer in dieser schönen Hütte lebt. Klopf, klopf, Werwolf. Werwolf? Hallo? Ich weiß, dass du hier bist. Hallo? Kann man dir nicht irgendwie helfen? Wir haben doch mal einen Werwolf in irgendeinem Witcher gehalten, bin ich mir ganz sicher. Irgendwie mit Silber, nee, mit Mondsteinen oder sowas. Bin ich mir ganz sicher. Oder haben wir den damit getötet? das ist auch gut möglich. So. Ressourcen. Looten wir alles. Verschlossen? Na, verdammt. Notizen. Von wem die wohl sind? Geheimnisvolle Notizen. Dann schauen wir mal, was in diesen schönen Notizen steht, wenn wir richtig hingehen. So. Hier. Geheimnisvolle Notizen. Ich bin, wer ich bin. Das kann ich nicht ändern. Hemden aus Petersilie und Tränke aus den Tränen von Jungfrau mögen in den Märchen der alten Frauen zwar helfen, aber nicht bei mir. Ich muss mich damit abfinden. Mit Hannes Liebe und eiserner Disziplin habe ich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Aber ich muss mich im Wald verstecken, bevor der Vollmond aufgeht. Ich muss weit weg sein von allen, weit weg von Hanna. Der Anfall kommt und geht. Ich wache mit Wunden an den Händen auf, den Geschmack vom Blut im Mund. Vielleicht ist es auch besser, dass ich mich nicht erinnere, Beute mit Pfeil und Bogen zu erledigen. Ist eine Sache, sie mit Zähnen und Klauen zu zerbeißen, eine andere. Zumindest kann ich hier tief im Wald niemanden verletzen. Gütige Militele, wache über alle, die zu nahe kommen. Okay. Ich will Hanna nicht verletzen. Das heißt doch im Endeffekt, wer könnte es denn dann sein? Entweder ihr Mann oder ihr, doch ihre Schwester. Fragen über Fragen.
So, nehmen wir die Ziegenhaut mit und schauen wir nochmal raus hier. Komm schon, wo bist du, mein kleiner Werwolf? Werwolf, 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 Werwolf! Da haben wir doch nochmal ein paar Spuren gefunden. Und tief da in die Höhle geht's rein. So. Ich suche das Versteck des Werwolfs. Werwolf, Geralt is in the hut. So, und dann schauen wir mal, wer der Werwolf nun ist. So. Das interessiert mich jetzt gerade. Aus den Notizen, finde ich, kommt das nicht so ganz gut raus. Ah, da kommt ja auch der Werwolf. Also mit Ciri haben wir einen Werwolf locker besiegt. Schauen wir mal, wie es mit Geralt läuft. Eher nicht so gut, oder? Definitiv nicht so gut. Ah, wohl. Warte mal. Und BAM! Nein! Halt! Tu ihm nichts! Ich denke, wir müssen reden. Es ist Njellen. Lykanthropie kann jeden treffen. Aber es ist ein Fluch. Tut mir leid. Ich muss... Du verstehst nicht. Ich liebe ihn. Fast hat er mir gehört. Da bist du gekommen. Verschwinde. Lass uns in Ruhe. Erst wenn ich weiß, was hier vor sich geht. Ich liebe ihn, seit ich denken kann. Auch als ich sein Geheimnis erfuhr. Du wusstest es? Dass ich mich hier einsperre und die Verwandlung abwarte? Ich wusste es. Und es war mir egal. Aber du hast Hannah gewählt. Ich wollte, dass sie dich sieht. Sie hätte dich verlassen. Und wir wären zusammen. Du hast sie hergebracht. In jener Nacht. Und darum hatte ich morgens den Geschmack von Blut im Mund. Ich hab's für uns getan. Sie sollte nur sehen, wie du dich verwandelst. Ich wollte ihren Tod nicht. Glaub mir. Ich glaube dir nicht. Und ich töte dich willentlich. Zum ersten Mal überhaupt. Du wirst niemanden töten. Nie wieder. Nein! Tu ihm nichts! Verschwinde, bevor ich meine Meinung ändere. Lauf! Das wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das finde ich jetzt gar nicht gut. Ich will ihn ja nicht töten. Das finde ich nicht fair. Weil er ist ja im Endeffekt hier nicht der Böse. Ah, naja, was soll man tun? Aua. Sorry, kleiner Werwolf. Aber so muss es nun sein. Denn, so wie es aussieht, könnte man deinen Fluch nicht retten. Konnte man dich vor deinem Fluch nicht retten. Und das Ende ist jetzt eigentlich sehr traurig gewesen. Also es war im Endeffekt so, wie ich gesagt habe. Nämlich, dass sie sich hier in den verliebt hat und sie ihn dann getötet hat. Na, verdammt. Mich ärgert das irgendwie, dass wir ihr geholfen haben. Aber mein Gott, was soll man tun? Ein Werwolf, wir wissen. Geralt wollte, er wollte ja auch erstmal instinktiv hier sie, ihn töten. Ohne darüber nachzudenken. Dann denke ich, ist immer in die Gefahr des Werwolfs hier gebannt. Na? Wie geht's dir so, Mädel? Gut, oder? Sieht alles toll aus. Ich sehe so. Da habe ich eine schöne Kiste, eine Jägerhose, Silberherz. Und noch eine. Und noch eine Rüstungs. Also für mich ist es ein toller Tag gewesen. Ich bin zufrieden. So, gut. Mit einem Happy End können wir uns mal wieder verabschieden. Natürlich, wie jede Quest geht es hier eigentlich schlecht aus. Aber das gehört ja dazu. Wir sehen uns beim nächsten Mal zumindest wieder mit The Witcher 3. Bis dahin. Ciao.